Hallo, ich bin Simon und ich darf Sie herzlich begrüßen. Bei uns dreht sich alles um Intralogistik und Technik. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist die AWS-Investitionsprämie? Um die österreichische Wirtschaft infolge der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Bundesregierung mit der AWS-Investitionsprämie ein Förderungsprogramm konzipiert, das einen Anreiz für unternehmerische Neuinvestitionen mit besonderem Schwerpunkt auf Ökologisierung, Digitalisierung und Gesundheit schafft. Im Prinzip ein Zuschuss, eine staatliche Förderung, steuerfrei und muss nicht zurückgezahlt werden. Die Investitionsprämie beträgt 7 bzw. 14% bei Neuinvestitionen im Bereich Ökologisierung, Digitalisierung und Gesundheit. Die Untergrenze sind dabei 5.000 Euro, die Obergrenze 50 Millionen. In dieser Spanne sollte für jeden Jungheinrich-Kunden etwas dabei sein. Die AWS-Investitionsprämie ist auch zukunftsorientiert, denn E-Mobilität steht ganz im Mittelpunkt, sprich E-Stapler von Jungheinrich fallen da rein. Falls Sie sich jetzt fragen, wann bekomme ich 7% und wann 14% der Prämie? Ganz einfach. 14% bekommen Sie, wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Strom aus erneuerbaren Energien betreiben. Wie das Ganze abläuft, ist auch ganz easy. Einfach Förderantrag beim AWS-Fördermanager einreichen, Fördervertrag geschickt bekommen, investieren, Abrechnung schicken und die Auszahlung folgt. Alle weiteren Infos gibt's auf www.aws.at/investitionsprämie. Hier gibt's auch konkrete Beispiele mit verschiedenen Investitionsgrößen, verschiedenen Firmengrößen und wie es schnell und einfach mit dem Antrag klappt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen behilflich sein. Ich wünsche viel Erfolg beim Investieren und bis zum nächsten Mal.